Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme von Akras LTTC Staffel 3 mit der lieben Blue Jenny. Hallo. Hallöchen. Und mit Shalens. Hallo Shalens. Hi. So, ja, seit letztem Mal haben wir nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen Dust wieder gesiebt, dass wir wieder ein bisschen Redstone haben. Ich habe ein bisschen Gravel durchgejagt, dass wir Diamond und Emeralds haben. Kann ich bitte dein Korn haben, das du von eingesammelt hast? Liegt in der Kiste. Mit dem Redstone. Warum ist hier was drin? Welche Kiste? So. Irgendeine. Muss gucken. Ja. So. Hier sind drei Eimer drin. Du hast, glaube ich, den Eimer mitgenommen, kann das sein? Ja, den habe ich noch einstecken. Oder... Ja, aber eigentlich, ich hatte doch auch einen Eimer, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe mir doch extra einen neuen Eimer gebaut. Das weiß ich nicht. Hä? Alles okay? Nee, ich bin gerade blöd. Ah, hier habe ich ihn hingelegt. So, ein Netherrack. Also wie man Netherrack macht, haben wir schon gezeigt, oder? Ja klar, natürlich. Gut. So, weil ich will jetzt mal ganz kurz unten die Lava austauschen gegen Netherrack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Ach toll, wir haben nicht mal genug Lava dafür. Wie war's? Noch ein Eimer drin? Nö. Verdammt. Um 6 Netherrack herzustellen. Das Häuschen müssen noch mehr Lava produzieren. Übrigens, du bitte, damit du Bescheid weißt, jedes Korn, das hier gemacht wird, bitte zusammen machen und wieder anpflanzen. Die nackten Felder. Ja. Hä, wieso kann ich den Pot von oben nicht... Stein befüllen. Tobi? Ah, verdammt. Ja. Ich hoffe, du hast nicht den Pot zum gemacht aus der Arbeitskiste. Pot hast du gesagt. Ein Pot kannst. Machst du doch was zu essen mit dem Pot? Pot essen, weißt du, Pot? Essenspot. Ja. Brainlag und so. Okay, passt. Ja, Hauptsache passt. So, dann wollen wir jetzt mal hier die Lava rausnehmen wieder. Wie auch immer wir jetzt. Wo ist Limestone? Wir haben doch einen Haufen hier gehabt. Warum hast du das? 2, 4, 5, 6 Stacks brauche ich selber noch. Ja, behalt. So. Die große Frage: Wie komme ich jetzt hier am sinnvollsten an die Lava ran, ohne dabei zu verbrennen? Schwimmen? Schwimmen gesagt. Ja? Im Wasser, nicht in der Lava. Gib dir gleich Schwimmen. 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 So. So, kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt hier unten mal ganz kurz das durch Netherrack ausgetauscht. Deswegen habe ich auch einen 3 dicken Boden gemacht. So. Weil jetzt laufen die nämlich ein bisschen schneller. Und dann können wir jetzt gleich ein paar Barrels aufstellen. Mit dem bisschen Holz, was wir noch haben. So. Mal ganz kurz gucken, ist hier mittlerweile auch ein Bucket fertig? Ah, noch nicht ganz. Ach, ich bin doch blöd. Dazu erinnere ich mich jetzt mal nicht. Ja, ich weiß. Wir produzieren unten Lava. Die Dinger sind voll. Und ich guck, dass ich irgendwie Lava produziere. Dann produzieren wir weiter. Ja. Und unten sind die voll mit Lava. Bin wirklich blöd. Die LED. 2. 3. 4, 5. 6. Und 7. Dann nehme ich die Felder hier. Wir brauchen mehr Erde, das heißt, wir brauchen Eisen. Hast du Eisen? Ja, haben wir. Ja, okay, dann mache ich, glaube ich, noch offscreen, stellen wir noch ganz viele Erde haben, das sind nach der Folge. Musst du gucken. So, genau 9 Kisten, 9 Barrels, passt.
So, haben wir noch Item? Yep. Zu wenige. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Eisen. Wir haben jetzt noch 52 Eisen. Ja, da müssen wir mehr herstellen. Was denkst du, warum ich die Monsterfarm baue? Ach, die machst du jetzt? Da bin ich jetzt gleich bei, ja. Jetzt gleich, okay. Aber, na gut, 9 Eisen haben wir jetzt hier oben noch. Das ist jetzt auch nicht so die Welt, aber. Ich jag's mal durch. So, pass auf, hier ist ein Loch. Ja, ich nehme noch den halben Stack damit. Denn die andere Hälfte, die siebe ich noch. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwelche Sachen bekommen. Haben wir eigentlich ein Casting-Table irgendwo? Weiß ich nicht. So, 5 Eisen muss ich aber auch noch mal wieder investieren. Mach das Ja, ruhig. hier ist er. Ich will mal einen Hopper machen, dass wir mal die Anlage hier automatisieren können. Also, da mache ich jetzt die Wege noch. Und da würde ich sagen, Feld 3 ist nun angelegt. Würde ich sagen. Aber das reicht das uns auch erstmal. Erstmal, ja. Ja. Aber ich mache noch ein viertes Feld Zumindest dahin. erstmal Nahrung. So, dann wollte ich jetzt Warte. nochmal schnell eine Glock bauen. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Na toll. Jetzt brauche ich aber Wasser. Toll, haben wir ernsthaft nur 3 Clean Stone. Ich hab dir doch was rausgeworfen gestern noch mehr. Nö. Ist da nichts mehr? Da Wir hast haben du's. keinen Cleanstone mehr. Ja, okay, dann ist es schon weg. Zack, 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 zack. Bisschen So, bei ich mach 7 mal. Minuten, das passt. Na gut, dann werde ich nur heute, glaube ich, doch nicht mehr mit anfangen. Oder halt zumindest diese Folge. So, willst du mal ganz kurz kommen? Ich habe mal eben eine Glock fertig gemacht. Ja klar, ich komme rüber, warte. So, ja. Einmal hier hin, Cookie machen. Machen wir Cookie So, wenn man Uhr. jetzt die Glock hier drüber macht, gibt die ganze Zeit auf den Steered Faucet, also aus dem Ausguss, Redstone-Signal und dann genau gießt da raus. Hebel daneben, um das auszuschalten. Dann geht das in die Form rein, wird ein Ingot gegossen, der geht in den Hopper rein und der geht in eine Kiste rein. Fertig. Hopper. Ja, Hopper ist unter dem Ding. Hab ich doch, ich hab doch gezeigt, Hopper, Kiste. Achso. So meinst du das? Oh, Gut, dann baue ich jetzt hier noch mal. sieht keiner. Was? Nix. Was hast du schon wieder gemacht? Nix. Also hast du irgendwas gemacht? Also was hast du gemacht? Vergessen auszuleuchten. Aber noch rechtzeitig habe ich es gekonnt gemacht. Schlimm, sowas. So, mal hier kommt das Kabel runter, das würde ich dann gerne hier so lang legen. So, dann hier die 3 Barrels hin. Eine große Hoffnung, dass jetzt kein Zombie angeschissen kommt und meinte, hey, Kuckuck. Kannst du mir eine Fackel bitte So. hinterbringen? Bin ich dein Laufbursche? Ja. Na danke. Du wirst bezahlt dafür. Ich werde bezahlt. Ja. Das ist mir neu. Nein, aber ich möchte mal ganz schnell die Barrels hier fertig machen, dass Ja, die mach das ruhig. Pulverizer weiterlaufen können. Dann leg dich dann zumindest schlafen, dass hier gar nichts spawnt. Das kann ich für dich machen. Danke. Dankeschön. Ah, ich habe ein Haste-Upgrade bekommen. Cool. Auf deine Spitzhacke. Sauber. So, und weiter geht's. Genau, ich muss.
muss hier jetzt noch einen weiter raus. Ah, Nase juckt. In der Mitte sind es 4. Na toll! Was? Ich hab 4 in der Mitte gemacht. 4. Ja, 4 breiter Gang. Tja, nochmal mal. Ist doch egal, oder? Oder du lässt es so. Ich lasse es jetzt so. Am besten mache ich zwischen den Feldern zwischen. Also 3. Waagerecht sind immer 3, senkrecht sind immer 4. So, passt. Hey, wir haben beschlossen. Einstimmig sogar. Wir? Einstimmig beschlossen. Ach, meine Stimme zählt nicht. Die zählt ja mit. Du warst ja nicht dabei. Ja, aber ich durfte keine Meinung abgeben. Du hast eine Meinung? Danke. Das merke ich mir. Nach der Aufnahme gibt es wahrscheinlich Tod und Leben. Mordschlag, so rum. Ja, Tod und Mordschlag. Voll im Mordschlag. So, liebe Jenny, kommen Sie einmal kurz runter. Ich kann auch gerne hochkommen, aber warte. Sie einmal runter. Warte. Ich muss doch ganz kurz Bockblöcke hinsetzen. Ich bin gleich fertig. Hä? So, jetzt habe ich es gemacht. Fertig. Produzieren doch jeder 80 3, RF pro Tick. 1, 2, 3. 1, 2, 3 passt. Hm. Hä? Was ist jetzt los? Was ist los? Hi. Ja, irgendwie kommt das hier nicht so ganz hin mit meiner Rechnung. Aber egal. Solange sie laufen, ist egal. So. You seeing here the barrels. The barrels. Hinter dir. Oh, the barrels, ja. Ja, so, die habe ich einfach nur mit Itemdukten rangepumpt, hinten dran. Und wenn ich jetzt hier diese Linie verbinde, das ist die Linie mit den Erzen, wo die rauskommen, die Gravel und so weiter, geben die ganzen Pulverizer die Erze hier ab und hier drin wird das eingelagert. Das heißt, irgendwann sind hier alle 64, alle 3 Barrels voll. Wenn wir den Server lang genug offscreen laufen lassen. Mhm. Gucken, dass jetzt hier irgendwann mal was kommt. Jetzt. Da kommt man. Ja, also wird die. Ja, genau. Da kommt jetzt das zumindest an. Dann kommt der Sand an. Dauert halt, bis das von ganz hinten hierher gelaufen ist. So, und das heißt, wir sammeln jetzt hier Barrels und so. Sand und so weiter. Ja, richtig. Gut. Ja, und den Autonomous Activator können wir da noch nicht bauen, weil er sinnlos wäre. So, jetzt will ich mal hier Mobfarm jetzt beigehen. Beziehungsweise, wie lange habe ich noch? Du hast 1,5 Minuten. Ja gut, dann lohnt sich das nicht mehr. Mach ich jetzt so lange? Ich bin hinten an den Feldern, das kannst du dir mal kurz anschauen. Ja, ich könnte dir auch einfach helfen. Ja, ich brauche jetzt, die Erde will ich durchsieben, die davon ist. Die Erde durchsieben. Ja, für andere... Tietz oder was? Hä? Tietz oder was? Ja, danke. Wir haben hier Pumpkin Seeds und Melon Seeds, die wollte ich aber nicht mal ansehen. Das Potato einzige, ich... haben wir, normale haben wir. Hast du beide schon? Hast du beide schon angefangen? Wenn diese Potato, die hier noch ist, hier sie hier, so, habe ich jetzt 6. Ich habe 6 Potatoes und dies, plus diese eine, bitte. Gib mir diese eine Potato noch. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ha. Und das mache ich jetzt auch noch mal schnell. Dann mach das. Im Mutar muss ich das machen. So, ich mach uns schon mal ein bisschen Mehl wieder fertig. Kannst du mir eine Home machen? So. Ja. Bitte. Aber nur wenn ich deinen Eimer kriege. Kriegst du. Where are you? Here. I'm fine. So, danke. Ach egal, warum wir. Na, vielleicht geht's mit 2 Eimern schneller. Also offscreen müssen wir jetzt ziemlich viel Erde machen. Sehr, sehr viel Erde. Ja.
Das heißt, ich darf den ganzen Tag wieder gammeln und Erde machen, danke. Ich hab gesagt, wir. Wenn du dich als einzelne Person siehst, dann tut es mir sehr, sehr leid, Tobi. Genau genommen, würde ich mich ja nicht als Einzelperson sehen, sondern als multiple Persönlichkeit. Aber davon mal abgesehen. Du hast eine multiple Persönlichkeitsstörung? Ja. So, ich wollte jetzt mal eben... Ist das nicht Mike's, Mike's Job? Braucht... Salz ist der Pot und Wasser. Das heißt, ich brauche 2 Stacks Fresh Water. Kann ich ganz kurz einen Eimer haben? Mit Wasser? Nur ein Eimer Wasser. Hier. Okay. Friss und stirb. Und trink und stirb in dem Fall. Hier, ich geb dir den Eimer wieder. Ach, du hast bereits... Ich habe das mit 2 Eimern gemacht. Weil es schneller geht. Was? So, ich habe jetzt immer wieder geerntet. Ich habe jetzt fast einen Stack Weed hier. Soll ich daraus was anderes machen? Aus Weed? Also ich mache jetzt aus einem Stack 16 Minuten. Weed habe ich jetzt Floor gemacht. Ja, gleich. Bin gleich durch. Jetzt hier aus einem Stack Weed habe ich jetzt, will ich jetzt Floor machen und dann halt einschmelzen. Mhm. So, mit dem Pot kriegen wir hier 64 Salz raus. Oder sonst hast du noch einen Weed? Mache ich gleich einen Stack fertig. Weed? Ja. Mit nichts, nein. Ja, du hast sogar gesagt, du hast einen Stack Weed ungefähr abgeerntet. Ich habe gesagt Weizen. Ja, Weed. Habe ich in der Kiste, in der Kiste, in der Kiste, in der Kiste, in der Kiste. Welche Kiste? Da, wo der Pot auch drin war. Falsch, kürz schon. Ach, da oben, da ist ja noch mehr drin. Mhm. Danke. So, dann möchte ich jetzt gerne das hier draus machen. Und mit dem Pot, Salz, Weed und Fresh Water. Natürlich falsch. Verdammt. Ich da jetzt. Ach, mit einer Mixing Bowl. Ja, habe ich auch gecraftet. Ups. Da irgendwo. Ja, ich weiß. So, und jetzt habe ich nochmal ein Stack Brot gemacht. So, dann nochmal ein Stück Kohle zulegen. So, und dann kann nämlich bis nächstes Mal schon mal ein bisschen wieder Dings gesammelt werden. So. Ja, mal pack ich dahin. So, jetzt können wir abmoderieren. Einlaufkommen. Ja, gut. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Heute haben wir mal ein bisschen, ich zumindest ein bisschen weniger gemacht. Ja, nächstes Mal geht's mit dem Monster Farm los. Jo. Vielleicht hilft mir die Jenny dabei auch. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.